Morgen! Ah, heute ist es endlich soweit. Der 1. Oktober, der Tag, den ich diese Woche schon echt richtig, richtig doll angekündigt habe. Zuallererst einmal, ihr habt ja schon mitbekommen, seit die, oder letzte Woche und auch diese Woche gibt es so einige Sachen, die nur bedingt gut laufen. Und ihr habt ja mitbekommen, der Tattoo-Auftrag muss diese Woche fertig werden. Und heute ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Tag. Das heißt, es war eh schon eine sehr volle Woche. Jetzt kam am Dienstag noch ganz spontan meine neuen Werkstattfenster. Das heißt, hier ist jetzt seit Dienstag, heute ist ja Donnerstag, die ganze Zeit Rabatz. Aber die neuen Fenster sind einfach mega geil. Richtig, richtig schön. Was mich so ein bisschen bei den Fenstern irritiert, gestern hieß es direkt, sind die nur Plastikfenster? Ja, und muss ich als Tischler Holzfenster haben? Nein, und diese Fenster passen halt genau zu denen, die wir auch im Haus haben. Insofern, ja, das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Ich bin auf jeden Fall mega happy, weil man jetzt auch rausgucken kann. Das ist echt richtig, richtig cool. Aber was ich natürlich dazu sagen muss, ist, es passt halt timingmäßig überhaupt nicht in diese Woche. Heute wird es ein richtig, richtig voller Tag. Ein Tag, an dem es ganz viele Ankündigungen gibt, ganz viele Ereignisse. Es wird eigentlich irgendwie nur crazy. Und für alle, die das noch nicht mitbekommen haben, ich habe ja im letzten Vlog gesagt, dass ich eine Formatkreissäge verschenke, wenn dieser Kanal den Jonas-Winkler-Kanal überholt. Die Regeln haben wir jetzt etwas geändert. Es ist jetzt so, wenn wir hier 60.000 Abonnenten haben, dann verschenke ich eine Formatkreissäge. Und ich glaube, ihr solltet auf jeden Fall morgen das Video auf dem Hauptkanal gucken, denn da gibt es auch noch etwas Schönes zu erzählen. Da solltet ihr auf jeden Fall um 18 Uhr einschalten. So wie ihr seht, hier ist absolutes Chaos. Aber wenn man das so sieht, was hier so frei ist und was nicht, dann hat man vielleicht schon eine grobe Idee, was heute passieren könnte. Es ist gerade mal 7. Es dauert also noch ein bisschen, bis es losgeht. Sobald es losgeht, schalte ich diese Kamera an und dann schauen wir mal, was heute alles so abgeht. Das wird ein richtig krasser Tag heute. Es ist 10:30. Ich habe gerade eben telefoniert und die Feststellung ist, der LKW hat einen Platten. Welcher LKW? Dazu kommen wir später im Vlog. Wir kommen jetzt erstmal zu was anderem und zwar zu diesem jungen Mann hier. Wie heißt du? Ich heiße Richard. Er heißt Richard. Und was kann ich euch sagen? Es ist der 1.10. Dieser junge Mann wird jetzt hier fest arbeiten. Ihr werdet ihn also voraussichtlich ab und zu mal öfter sehen. Einige von euch haben ja schon getippt, dass ich einen Lehrling einstelle oder einen Auszubildenden. In dem Fall ist es jetzt eigentlich eher ein Tischlermeister als ein Auszubildender. Er wird vor allen Dingen auch bei den Kameratätigkeiten unterstützen. Was heißt das? Also bei all den Sachen, die sonst so anfallen. Es ist ja nicht nur so, dass ich hier in der Werkstatt viel arbeiten muss, sondern auch ja, im Office sozusagen. Richard ist jetzt in diesem Fall fester Teil des Teams. Vielleicht stellt er sich irgendwann auch noch mal vor, aber er ist gerade sehr, sehr busy. Ja, ich muss jetzt auch überlegen, wie ich diesen Tag noch mal jetzt zum 18. Mal umplane, weil wie gesagt, es ist jetzt 10:30 oder so oder 11:30 Uhr. Ich habe schon wieder vergessen, ich bin völlig durcheinander. Bis 14, 15 Uhr ist jetzt alles verschoben. Kein Plan. Die Werkstatt ist ja komplett abgebaut, irgendwie überall ist Platz. Timingmäßig läuft das diese Woche alles nicht so ganz so rund. Aber wir warten mal ab, irgendwie kriegen wir es schon hin. So, der aktuelle Plan ist absolutes Chaos. Ich weiß nicht, ob ihr es draußen seht. Die Handwerker sind immer noch bei den Fenstern draußen, beziehungsweise in der Werkstatt. Die müssen noch im hinteren Raum schön angeputzt werden, draußen auch. Das heißt, in der Werkstatt ist pures Chaos. Richard ist am Arbeiten, die Handwerker arbeiten. Ich muss irgendwie auch weiterarbeiten und zwar am besten irgendwas Sinnvolles machen. Deswegen öle ich jetzt in meinem Büro. Es ist wirklich, diese Woche ist einfach eine volle Katastrophe. Es kommt alles gleichzeitig. Ja, es ist, wie es ist. Ich würde mal sagen, ich ziehe meinen schönen neuen Pullover einmal aus und dann werden wir starten und hier einmal den Rollwagen ölen. Davon werde ich jetzt aber keine Aufnahmen machen, weil hier in meinem Büro sieht es auch aus wie Kraut und Rüben. Aber ihr wisst schon mal, diese Woche ist wild, richtig wild, aber wir kriegen das irgendwie hin.
Das Schöne kommt ja noch, und wie gesagt, ihr wisst jetzt, Richard ist jetzt Teil der Winkler-Familie sozusagen. Das ist auch schon mal schön. Der kriegt ja hier vor allen Dingen auch im Büro noch sein kleines Plätzchen. Da müssen wir auch noch mal gucken, wie wir das eigentlich hinbekommen. Aber irgendwie schaffen wir das. Und eine kleine Sache noch am Rande. Viele haben ja gefragt, hä, wer spielt Schlagzeug? Ja, in meinem Büro spiele wahrscheinlich ich Schlagzeug. Und meine Tochter tatsächlich, fängt auch schon an. Sehr, sehr cool. So, jetzt Pullover aus und Öl. Während wir alle auf das Aufregende warten, was heute noch passiert. Zuallererst ein kleiner Tipp. Neue Absaugteile. Und ich habe auch die Form der Fußteile ausgefräst. Dafür haben wir jetzt die Schablone genommen, die wir letztes Mal gebaut haben. Dann ganz einfach hier, was heißt ganz einfach, mit einem relativ fetten Bündigfräser. Der ist tatsächlich gerade so genau groß genug, um die 24er Multiplexplatten noch abzufräsen. Der ist wahrscheinlich 26 oder 25 von der Schneide lang. Das ging also gerade so. Die Teile kann ich euch auch nochmal eben zeigen. Was ihr schon gesehen habt, wir haben noch die, den zweiten Part der Überblattung sozusagen auch mit der Formatkreissäge vorgesägt. So, und hier liegen jetzt die ganzen Teile. Hier liegen die ganzen Beine. Und hier sind unsere Platten mit Überblattung. Das sollte alles sehr, 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 sehr schön passen. Ja, was wir jetzt noch machen, wir müssen in die großen Platten eine Art Lochreihe bohren. Da sind wir uns noch nicht so ganz klar, wie wir das machen. Es ist ja so, dass die Regalbretter, die da dran kommen sollen, an einer Hälfte relativ flexibel sein sollen, aber sie müssen natürlich auch sehr fest sein. Und dafür brauchen wir eine sehr schlaue Lösung. Wir haben jetzt gerade beim Mittagessen drüber nachgedacht, wie wir das machen. Wir haben auch, glaube ich, eine sehr schlaue Lösung. Dafür müssen wir jetzt auch wieder eine Vorrichtung bauen. Aber eigentlich müsste jetzt langsam, so ganz langsam, irgendwie mal das kommen, worauf wir alle warten. Insofern, warten ist nicht meine Stärke, das kann ich euch schon mal sagen. Was lange währt, wird endlich gut. Es ist jetzt 16.30 Uhr und deswegen wird der Vlog ein bisschen anders enden als geplant. Denn er soll ja wie gewohnt um 18 Uhr online gehen. Aber wie wir sehen, Jonas ist 1,70 groß. Hier sind jede Menge riesengroße Sachen, ganz groß verpackt. Da hinten steht auch einer, den kennt gar keiner. Aber wer das ist, dazu werde ich euch noch ein paar Sachen erzählen. Zuallererst mal, das ist es, wovon ich geträumt bzw. euch vorgeschwärmt habe. Eine fetteste Ladung Maschinen. Und vielleicht, vielleicht entdecke ich ja irgendwo einen Schriftzug. Oh ja, hier. Guckt mal. Ihr habt ja alle falsch gelegen mit euren Vorschlägen, was ihr gedacht habt. Es ist tatsächlich soweit. Ein richtig, richtig fetter Dickenhobel und eine riesen Tischfräse und noch eine kleine Überraschung. Ups, ich stolpere schon fast über all die Sachen. Sind heute angekommen. Und das, was dabei so super cool ist,
Ich werde jetzt, oder beziehungsweise wir sind jetzt hier zu zweit, werden jetzt mit Panhans sehr, sehr eng zusammenarbeiten, einfach um euch noch mehr Inhalte zu allen möglichen Maschinen zu geben. Deswegen auch eine große Tischfräse, denn ganz viele von euch, gerade alle die Tischler lernen, müssen natürlich auch wissen, wie man eine solche Maschine richtig und gut bedient. Und genau das können wir uns jetzt angucken. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr cool. Der Mann in Schwarz ist von Panhans und mit eben jenem muss ich jetzt noch ein bisschen sprechen, weil den habe ich nämlich schon ganz schön lange nicht mehr gesehen. Ich würde sagen, wir machen noch ein paar kleine Aufnahmen, eine kleine Abmoderation gibt es auch noch. Das große Auspacken bzw. das große Sehen, wie alles aussieht, das werden wir heute nicht schaffen, das tut mir leid, aber wenn der Vlog um 18 Uhr online gehen soll, dann werden wir das um kurz vor 5 nicht noch alles schaffen, aber es gibt gleich noch ein paar Aufnahmen. So, das war ein absolut wahnsinniger Tag. Ich bin super, super happy, dass alles noch so gut geklappt hat. Ein bisschen geknickt, dass ich euch jetzt noch nicht das zeigen konnte, was sich unter der Folie befindet. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. So rum wird ein Schuh draus. Wir werden uns am Samstag das Ganze nochmal anschauen und natürlich auch auf dem Hauptkanal, denn da werden wir das Ganze ja benutzen. Was ich auf jeden Fall nochmal sagen möchte ist, dass solche Sachen wie die Sachen mit Panhans möglich sind, das habe ich auch euch zu verdanken und dafür bin ich einfach super, super glücklich. Und ich bin sehr, sehr froh, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, uns noch mehr Maschinen anzugucken, mehr Sachen anzugucken, zu sehen, wie funktionieren Sachen, worauf muss ich achten. Ich weiß, für viele ist es vielleicht ein bisschen weit weg, weil es tatsächlich sehr, sehr professionelle Maschinen sind. Am Ende des Tages ist es aber so, der Prozess ist eigentlich sehr ähnlich. Und es gibt natürlich auch ganz viele, die vielleicht genau diesen Weg gehen werden. Insofern, ja, danke an euch, danke an Panhans, danke an die ganze Welt. Ich bin davon happy, dass der Tag so gelaufen ist. Wir sehen uns morgen auf dem Hauptkanal, am Samstag wieder hier bei Werktag. Bis dahin, macht's gut, haut rein. Ich glaube, ich muss ins Bett. Ciao.